Naja, ich versuch's mal. Hallo. The battle was sind die Schwächen? Schwert, das ist schon mal gut. Wie vorbeigeschlagen. Wieso schlägst du vorbei? Dolch hat er auch als Schwäche. Okay, sehr gut. Bring it on. Eis und Wind. I'll not be defeated. Wie viel hat er denn? Ah, okay, 32.000. Das ist ja nicht allzu viel. My turn now. Allow me to have a look. My turn now. Oh, hat er so eine hohe Ausweichquote oder was ist los? So, jetzt ist das mal ein Problem. Here we go. Victory shall be. Ja, Tracer Schiff jetzt. The battle is. Natürlich. All right. My turn now. Huh? Allow me to have a look. Stab und Wind. Jo. Klauen schärfen. Er stellt jetzt sich physisch auf. Ja, dann mach mal Schneesturm. So, Alfen greift mal mit Stab an. Jawohl. Und Olberic, du greifst jetzt mit deiner Ulti an. My blade is on. I wreak havoc upon thee. Jo, und jetzt müssen wir eigentlich schon im roten Bereich the battle sein. Is truly joined. Jo, ist er auch. Now then. Und das war ein leichter Nebenboss. Und somit ist die Aufgabe auch abgeschlossen. Kopf voll anregender Pflaumen erhalten. Und das war die vorletzte Nebenmission. Die letzte kann ich ja erstmal abschießen, wenn ich Caldera besiegt habe. Das ist ja die letzte Nebenmission. Ihr habt es geschafft. Gut gemacht. Ich hatte nichts anderes von euch erwartet. Erstaunlich. Ihr seid noch stärker, als ich dachte. Mir fehlen die Worte. Neben euren Schwertkünsten verblassen die meinigen. Es scheint, als hätte ich noch viel zu lernen. Ich sollte ab sofort mehr trainieren. Ich bin euch ewig dankbar für eure Unterstützung. Jo, bitte. Ich danke euch auch im Namen der Truppe. Ihr habt uns erneut einen großen Gefallen getan. Oh ja, das habe ich euch schon letztes Mal sagen wollen. Kit hat uns einen Brief hinterlassen, bevor er ging. Er hat sich auf den Weg gemacht, um die Frau zu treffen, die seinen Vater kannte. Oh, sprechen wir etwa von einer gemeinsamen Bekanntschaft? Was für ein Zufall. Ich hörte auch das Gerücht, dass Herrin Deep Black sei auf dem Weg, um endlich ihren perfekten Mann zu treffen. Offenbar will sie in das Land, das man einst Königreich Hornburg. Nach Hornburg? Spielt das Schicksal wieder mit uns? Ein Zufall? Ich denke, es sind schon seltsamere Dinge geschehen. Jo, 10.000 Goldmünzen erhalten. It's like this. Unser Kit wollte zu den verlassenen Ruinen, die im ehemaligen Königreich Hornburg liegen. So steht es jedenfalls in seinem Brief. Ich hoffe, er findet dort, was er sucht. Ihr könnt nun schnell zum Schauplatz der Schlacht von Hornburg reisen. In Ordnung. Am Ende der Reise. Ah ja. Da unten. Schauplatz der Schlacht von Hornburg. Oha. Ja, und da, meine Lieben, hier unten. Jo. Erwartet
der optionale Endboss auf uns. Caldera. Aber das werde ich jetzt natürlich noch nicht machen. Denn erstens, es fehlen noch ein paar optionale Gebiete, die ich euch zeigen wollte. Obwohl, so viele sind es ja auch gar nicht mehr, weil viele habe ich ja jetzt auch schon durch... durch die Nebenmission gemacht. Das heißt, ich werde das jetzt auch in der nächsten Aufnahme so machen und gestalten, dass ich jetzt zu den optionalen Dungeon-Gebiete offscreen vor dem Eingang hingehen werde. Das spart uns auch ein bisschen Zeit und das wird dann so aussehen, dass ich mich fast hinbeame zu dem jeweiligen optionalen Dungeon-Gebiet. Und auch hier die optionalen Schreine. Die warten ja auch noch auf mich. Ach ja, und das wollte ich auch noch kurz euch sagen, meine Lieben. Bevor ich das vergesse. Ich werde, wenn ich bei den Schreinen bin und die dritte Klasse hole, seid mir bitte nicht böse. Aber ich werde dort unverzüglich dann die Sheets aktivieren, also unendlich Leben, unendlich Mana und auch unendlich Booster-Punkte. Und das gleiche werde ich auch beim optionalen Endboss machen, weil jetzt ist natürlich auch so der Zeitpunkt, weil ich ja jetzt auch schon über 200 Parts jetzt schon hochgeladen habe, dass jetzt langsam aber wirklich mit großen Schritten das Spiel auch mal sein Ende gehen muss. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt so mich entschieden. Und ja. Und ich glaube, ich werde hier anfangen, hier oben. Weil ich wollte ja bei den verfallenen Ruinen auf Screen jetzt gleich nochmal gucken, ob ich halt noch die restlichen Kissen noch bekomme. Und dann kann ich eigentlich direkt auch mit dem ersten Schrein dann anfangen. Schrein des Erzmagiers. Da werde ich wahrscheinlich die dritte Klasse des Gelehrten bekommen. Was an sich gut ist. Ja, ich glaube, so werde ich dann auch anfangen. So. Ja, heilen muss ich nochmal in meiner Gruppe. Und somit habe ich ja eigentlich jetzt auch alle Nebenmissionen, ne? Bis auf am Ende der Reise, genau. Das ist ja die einzige Quest jetzt, ne? Also wenn jetzt überall ein Haken drin ist, dann habe ich wirklich alle Aufgaben abgeschlossen. Ja, sieht gut aus. Cool. Cool, cool, cool. Ich habe alle Aufgaben abgeschossen. Ah, super. Ja, meine Lieben, dann gehe ich mal kurz noch zum Speicherpunkt. Und dann beginnt beim nächsten Mal. Obwohl, Moment mal, jetzt muss ich aber wirklich mal langsam Primrose mal wieder ein bisschen leveln. Jetzt muss ich ja auch mit keinem mehr sprechen. Oder erkundigen. Wie auch immer. Obwohl, Moment mal. Mit dem Vater vielleicht nochmal, ja. Ashlands Vater, 50 Jahre alt. Ashlands Vater und ein Überlebender des Grünholzstammes. Er nutzte verbotene Magie, um sein Dorf zu schützen und wurde dabei von einer Riesenschlange besessen. Die Schlange ist verschwunden, aber die Erinnerung quält ihn noch immer. Kopf voll anregender Pflaumen und Kopf von anregender Pflaumen. Okay, danke dafür. So. Primrose, es ist Zeit für dich. So, Therion und... Ja, komm. Mach ich das mal so.
Ja. Gut. Nochmal kurz Speicherpunkt und dann verabschiede ich mich erstmal. Ach, ich gehe an den Speicherpunkt vorbei. Auch gut. Ja, meine Lieben. Das war der optionale Teil mit den ganzen Nebenmissionen. Ich hoffe, der Teil hat euch mehr oder weniger gefallen. Der war wirklich mega umfangreich. Aber ich bin jetzt auch froh und erleichtert, dass ich den Teil abgeschossen habe. Jetzt werde ich, wie gesagt, als nächstes noch die optionalen Dungeon-Gebiete euch noch zeigen, die jetzt noch offen stehen. Unter anderem auf jeden Fall die Schreine, wo ich die dritte Klasse bekommen kann. Und ja. Ansonsten war es das dann. Boah, ich freue mich schon auf den optionalen Endboss. Ja, ja, ja. Geil. Okay, aber der muss leider noch ein bisschen warten, aber auch nicht mal allzu lange. Okay, meine Lieben. Als nächstes werde ich euch, wie gesagt, die ganzen optionalen Dungeon-Gebiete euch zeigen. Und wenn ich den Teil abgeschossen habe, dann knöpfe ich mich dem optionalen Endboss vor, nämlich Galdera. Und ja, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Aufnahme von Octopath Traveler. Das wird wahrscheinlich dann auch die, ja, ich hoffe mal die vorletzte Aufnahme sein oder die drittvorletzte Aufnahme, ich muss mal gucken. Und ja, dann haben wir Octopath Traveler jetzt auch bald endlich abgeschlossen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Aufnahme, mein Lieben. Tschüssi!